Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video des Kanals Top Wettscheine. Wir gucken heute wieder einmal drauf. Was haben wir für heute richtig für heiße Wetttipps aus dem Wettanalyzer? Was können wir da rausziehen? Und die geben wir euch heute jetzt hier wieder in diesem Video zu. Und wir wollen aber natürlich gucken, was haben wir eigentlich gestern gewettet und wie ist das gelaufen? Wir hatten ja gestern hier dieses Tool schon bemüht. Einer unserer Tipps war hier Levante gegen Real Sociedad. Großer Tipp war gestern, geht auf das Torverhältnis über 1,5 Tore wetten und unter 3,5 Tore wetten. Eventuell sogar unter 2,5 Tore wetten, aber das war ein bisschen der heißere Tipp. Da hatten wir auch gesagt, gerade hier diese Endergebniswetten sind besonders heiß. Ein 1:1 ist besonders hoch. War besonders hoch gehandelt und auch ein 1:0 ging ganz gut, aber das am höchsten zu erwartende Ergebnis war das 1:1. Jetzt gucken wir mal rein, werten das Ganze mal aus. Gestern war das Spiel Levante gegen Real Sociedad und wir haben tatsächlich ein 1:1 im Endstand bekommen. Das heißt also, das Tool hat wirklich ganze Arbeit geleistet, war ziemlich genial gestern. Ihr könnt es verfolgen, im gestrigen Video hatten wir das sozusagen schon abgescreent, damit ihr also genau wisst, dass hier auch das Tool genau das vorhergesagt hat, was tatsächlich eingetroffen ist. Also hat ziemlich gut funktioniert. Man konnte auch eine ganze Menge andere Dinge noch setzen, hier genauso wie die erwarteten Tore. Da war also die höchste Wahrscheinlichkeit bei 2 Toren, die fallen werden, und auch das ist eben genauso eingetroffen. Also ziemlich geniales Tool. Wie gesagt, wenn ihr das Tool haben wollt, ihr könnt es bekommen. Unter diesem Video gibt es einen Link dazu. Ihr könnt das Tool käuflich erwerben. Und ansonsten machen wir heute Folgendes. Wir gucken auch in den heutigen Tag rein. Klicken dazu auf Spiele laden. Das gleiche würdet ihr dann auch tun, wenn ihr das Tool haben solltet. Und dann dauert es ein paar Sekunden. Das ist ein Excel-Programm, also ihr müsst auch Microsoft Excel auf eurem Rechner haben, sonst könnt ihr es nicht nutzen. Aber Microsoft Excel zu bekommen, kostet ungefähr 20, 25 Euro. Im Internet könnt ihr euch das kaufen. Völlig legal, ist überhaupt gar kein Problem. So, ja, wie gesagt, ein paar Sekunden dauert es. Jetzt hat er die aktuellen Spiele aktualisiert und dann klickt ihr hier. Dauert nur ein paar Sekunden, bis hier alles aktualisiert ist in der Liste. Danach klickt ihr hier rein und dann habt ihr die Spiele des heutigen Tages. Und was wir machen in diesen Videos ist, wir zwicken uns immer nur ein, maximal zwei Spiele raus und gucken uns die Analysen an. Ihr könnt dann drauf tippen oder auch nicht. Und wenn ihr die ganzen anderen vielen Spiele hier, also wenn ihr das alles für euch analysieren wollt und reingucken wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Aber wie gesagt, dann bitte braucht ihr diese Videos nicht mehr, dann braucht ihr noch dieses Tool mit dem Link-Klick unter dem Video. So, also, wir starten mal rein und dann gehen wir hier mal rein nach wahrscheinlich Finnland, nehme ich mal an. Wir klicken auf Spiel analysieren. Kups gegen Inter Turku. Okay, was auch immer das ist für eine Mannschaft und was das auch immer für ein Spiel ist, aber spielt ja keine Rolle. Ja, doch, spielt schon eine Rolle, weil das ist etwas, da hat er zu wenig Daten, dieses Tool, da kann er nichts auswerten. Okay, dann gehen wir mal hier nach. Ja, wir hätten hier Deutschland, ne? Aber Deutschland ist fast schon ein bisschen langweilig. Wir gehen mal nach Estland, nehme ich mal an, ist es das. Und da haben wir ordentlich Daten zum Auswerten. Also hier sieht es ziemlich torreich aus, ziemlich cool. Das ist sehr selten, dass auf der linken Seite alles grün ist hier. Also das Tool schlägt vor, es wird ein torreiches Spiel und deswegen kann man hier ordentlich setzen auf über 1,5 Tore Wette oder auch die 2,5 Tore über Wette oder über 3,5 Tore Wette. Also immer noch recht gute Wahrscheinlichkeiten. Das Tool geht davon aus, dass in dem Spiel, wir gehen mal zuerst auf die Anzahl der Tore, 3 Tore fallen, das ist am wahrscheinlichsten. 3 Tore sind am wahrscheinlichsten, danach kommt gleich 4 Tore am wahrscheinlichsten. Das heißt also, ein ziemlich heftiges Spiel ist hier zu erwarten. Und ich würde an der Stelle tatsächlich nichts weiter machen, außer auf Übertore wetten zu setzen. Das muss man schon sagen. Hier unten stehen nochmal die errechneten Quoten. So oder so ähnlich, wenn sie auch bei eurem Buchmacher stehen. Also eine 1,5 Tore Wette, über 1,5 Tore lohnt sich nicht so richtig, aber ab über 2,5 wird es interessanter. Ja. So, und da könnt ihr auf jeden Fall richtig was draus machen. Finde ich ziemlich gut. Und das, glaube ich, ist ein ziemlich heißer Tipp für den heutigen Tag. Das ist immer so, auf solche Spiele guckt man gar nicht, wenn man nicht in dieses Tool guckt. Ja, also kein Mensch wettet sowas bei seinem Wettanbieter. Und alleine deswegen ist das Tool schon so mega wertvoll, weil man echt auf
ja, fast schon kuriose oder eher ungewöhnliche Ligen und Spiele und Mannschaften kommt. Und dann kann man darauf tippen. Also hier, das hier mögliche Endergebnis wetten, darauf würde ich nicht wetten. Ihr seht hier, die mathematische Wahrscheinlichkeit liegt bei irgendwie 1 zu 1, genauso hoch wie bei 2 zu 2, genauso hoch wie bei 2 zu 1 und 1 zu 2. Also das ist Quatsch. Das wäre mir viel zu heiß, da könnt ihr nicht seriös drauf wetten, aber auf die Anzahl der Tore auf jeden Fall und auf die Überwetten auch auf jeden Fall. Und übrigens in der ersten Halbzeit wird es wahrscheinlich kein Tor geben, aber da wäre ich eher vorsichtig bei der Wette. Bei allem anderen hier habe ich ein ziemlich gutes Gefühl. Okay, also das ist der Tipp für heute aus dem Wettanalyzer-Tool. Morgen gucken wir wieder rein und wie gesagt, gestern hat es super gut geklappt. Alle, die gestern dem Wettanalyzer gefolgt sind, die haben heute also richtig was auf dem Wettkonto. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Und wie gesagt, wenn ihr das Tool haben wollt, einfach einmal, dann könnt ihr euch das sichern mit dem Link-Klick unter diesem Video. Also viel Spaß und bis morgen. Macht's gut.